It's time you to smash it! Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zu einer weiteren Folge Smash It. Und ja, ich weiß, das Ganze steht jetzt im Titel etwas anders, aber die Leute, die das Format Smash It kennen, denen ist das Ganze auf jeden Fall ein Begriff. Ich habe zwei Gäste, die seht ihr auf jeden Fall hier im Bild schon eingeblendet. Zu unserer Linken, der gute Schattenspieler. Moin an dich erstmal. Ja. Moin Moin, willkommen auf deinen Kanal. So ist es, magst ja besonders gern den Satz, ne? Und auf der rechten Seite haben wir natürlich den guten CK Phoenix, ja, der auf jeden Fall auch noch mit am Start ist. Moin, auch an dich natürlich. Hi. Und jetzt nochmal eine ganz kurze Erklärung. Was ist das hier überhaupt? Was machen wir heute? Wir spielen letztendlich ein Spiel. Lasst uns ein Spiel spielen, ne? Bekannter Satz. Das läuft letztendlich so ab, dass die beiden in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Die Spiele, die werde ich euch jeweils in einer kurzen Zwischensequenz einblenden und erklären, um was es dort genau geht. Ansonsten werden wir hier ein 100 Jahre langes Intro haben. Deswegen würde ich sagen, quatsch mal nicht groß rum. Ihr bekommt die Einleitung und bekommt dann gezeigt, was das Spiel ist. Die beiden, die wissen es grob schon. Und wir starten direkt mit Spiel 1. Und Spiel 1 ist auf meinem schlauen Zettel, den ich mir hier geschrieben habe, den ihr tatsächlich nicht sehen könnt, weil das, wenn ich den ins Bild halte, ist der einfach unsichtbar. Ja, das ist tatsächlich nicht schlimm, aber das erste Spiel, was ich heute mit euch spielen möchte, ist tatsächlich das Spiel Zeichnen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ihr Quizmaster und erkläre einmal die Regeln vorweg. Spiel 1. Beide Teilnehmer müssen eine genannte Karte mit Hilfe von Paint zeichnen. Im Nachhinein wird Spielleiter Julio den Punkt für die bessere Zeichnung vergeben. Hierfür haben beide 60 Sekunden Zeit, wobei das eh niemand einhält. Gut, dann würde ich euch jetzt erstmal den ersten Kartennamen nennen und wir fangen einfach an. Ich habe insgesamt vier wunderbare Grafiken, oder die ihr zeichnen sollt. Und zwar ist die erste Karte Topf der Gier und die Zeit läuft ab jetzt. Oh, ich habe den schon tausendfach gesehen, aber ich habe doch jetzt keine Ahnung, wie der genau aussieht. Ja, und wie man ihn genau zeichnet, das ist halt das viel Schlimmere. Ja, vor allem in 60 Sekunden. Ja. Man sieht jetzt schon aus wie eine Kristallkugel. Bring mich nicht zum Lachen. Oh mein Gott, dann ist es verschwommen. Also ich bin sehr gespannt, wie eure Performance aussehen wird letztendlich. Weil ich sehe es ja vor mir, ist total easy. Wie viel Zeit haben wir? Also wie viel haben wir noch? Ja, noch gute 30 bis 40 Sekunden. Ich hänge vielleicht noch ein bisschen was dran. Nee, das ist ja... Ja, ich sag dann gleich Stopp. Also auf jeden Fall habt ihr mindestens 60 Sekunden. Ich hab vergessen, wie die Augen aussehen. Stand jetzt, wären das noch circa 15 Sekunden. Ach, was? Meint sieht aus wie ein Spielzeug. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh mein Gott, nein, ich hab irgendwas falsch gemacht. Es ist, oh mein Gott. Ihr kriegt die Overtime und die Zeit ist jetzt abgelaufen auf meiner Uhr. Also, was, kriegen wir jetzt Overtime oder nicht? Nein, die Overtime ist abgelaufen. Ich habe euch schon Overtime. Okay. Dann machen wir an dieser Stelle einen ganz kurzen Cut, denn die beiden müssen wir jetzt erstmal ihre wunderbaren Grafiken zukommen lassen. Okay, dann würde ich sagen, schickt mal eure Ergebnisse her. 3, 2, 1. Oh, ihr habt es schon geschickt. Was ist denn das? Also. Shit, der hat hier oben. Nein, ich hab's falsch rum gemacht. Aber Chan auch, ist gut. Also, erstmal möchte ich ein bisschen was zu euren Grafiken sagen. Also, CK, ich muss sagen, Raupe Nimmersatt lässt auf jeden Fall grüßen. Sieht auf jeden Fall. In diese Richtung würde ich das auf jeden Fall bewerten. Maurice, du hast auch einen schönen Goldfisch gezeichnet. Auf jeden Fall in grün, würde ich sagen. Nee, das ist so ein Spielzeug, das du so aufdrehen kannst. Hinten mit so einem Schlüssel, dann hüpft es. Ja, stimmt, das ist auch gut. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wer hat das Ganze von euch besser gezeichnet? Das ist schwierig. Ich glaube, ich würde den Punkt CK geben und würde das so begründen, dass er die richtigen Farben mit eingebracht hat, weil er hat nämlich zumindest die Farbe Rot mit drin, auch wenn die, ja doch, das stimmt eigentlich sogar, Farbe Rot und Farbe Gelb mit drin und Farbe Grün.
Und deswegen, hab ich auch, nur rot nicht. Aber ich hab Pupillen. Richtig, du hast nur rot nicht. Und deswegen ist es in dem Fall, würde ich sagen, geht der Punkt an CK und der geht mit 1-0 hier in Führung. Nächstes Mal mache ich 3 Kästchen einfach mit der Farbe fertig. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist denn für euch der Gewinner? Welches dieser wunderbaren Exemplare hätte euch denn mehr überzeugt? Meine Meinung kennt ihr ja. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die Uhr, dass wir auch eine gute Zeit erwischen. Gut, also ihr seid bereit für die nächste Grafik, ja? Ja. Die nächste Grafik ist auch nochmal einfach, bevor wir zu den schweren Sachen gleich übergehen. Und zwar haben wir hier die gute Wiedergeburt. Die Zeit gilt ab jetzt. Was ist an Wiedergeburt denn einfach? Das hat 1000 Striche und keine Ahnung was. Tja, also wie gesagt, die Zeit läuft. 10 Sekunden sind auch schon rum. Alter. Er treibt halt völlig. Oh, scheiße. Ein Kleister. Was ist das denn hier? Also, wenn ihr das schon schwer findet, dann viel Spaß mit den zwei. Mach du doch mal! Du bist so ein Besserwisser! Mann, 30 Sekunden noch, meine Herren. Nee, da musst du uns mehr Zeit geben. Das ist unmöglich. Na, okay. Dann kriegt ihr noch mal 30 Sekunden Overtime, wenn die 60 Sekunden abgelaufen sind. So, jetzt mache ich ganz schnell die Farben, bevor ich hier wieder hops genommen werde. Nein, was macht er denn hier? Oh mein Gott, das ist ein... Oh Mann, Alter. Wie soll man Wiedergeburt in 60 Sekunden zeichnen? Also selbst in 90 Sekunden, das ist doch... Oh Mann, ey. So, übrigens, zu den Overtime oder bei eurer Overtime sind auch schon wieder 10 Sekunden abgelaufen. Das heißt, ab jetzt noch 20. Das ist nicht so einfach. 10 Sekunden. Ja, ich lasse es jetzt einfach so. Ich weiß nicht, was ich da noch ändern soll. 2, 1 und stopp. Finger weg. Ja, okay. Ja. Gut. Dann warte ich wieder gespannt auf eure Grafiken und dann bin ich mal gespannt, was ihr dieses Mal gezaubert habt. Gut, dann bitteschön. Okay. Aber hey, es ist schon ähnlich von der Farbgebung her auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber hier muss ich sagen, der Punkt, der geht ganz, ganz klar an den guten Schattenspieler Maurice. Das ist der Ausgleich, weil hier erkenne ich zumindest, um was es gehen soll. CK, muss ich sagen, könnte auch eine schöne Blume sein. Oh Mann. Ja, also die Pain-Skills sind auf jeden Fall vorhanden. Definitiv. Gut, ohne lang zu schnacken, 1-1 steht's und wir haben noch 2 Grafiken, aber ich würde sagen, wir machen nur noch eine von den beiden. Und oh, Entscheidungsmatch jetzt hier. Ja, aber dann würde ich sagen, wenn ihr beide ready seid, habt ihr ein neues Paint clean offen? Ja. Ich habe gedacht, einen Kracher machen wir noch rein und zwar nehmen wir eine Karte, die kennt man vielleicht, wenn man dass ein deutsches Meisterschaftsfinale sich mal angeschaut hat. Achso, ne, wenn wir beide die Karte nicht kennen oder einer von uns, dann nehmen wir bitte das andere. Nein, ihr kennt die beide. Ja, ja. Okay. Ja, und zwar die nächste Karte auf der Liste und die Zeit startet hiermit jetzt ist die gute Großsalamander Gazelle. Was? Oh mein Gott! Wie soll man das denn? Ich habe absolut keine Ahnung, wie das Ding aussieht, obwohl ich das Deck selber spiele. Oh Mann, ey. Das Problem ist die Zeit, ja, würde ich sagen. Ja, vielleicht kriegt er wieder Overtime. Was haltet ihr davon? Doppelte Zeit? Ich weiß nicht, ob das es besser macht. Also mehr will ich euch nicht geben. Doppelte Zeit, Max. Also kann ich mein Gesicht verzeichnen? 30 Sekunden sind übrigens rum. Ja, Alter. Ich hab mal gerade den Kopf. Ich hab gar nichts. Also der Punkt geht safe wieder. Oh mein Gott. Also wir machen hier auf jeden Fall auch wieder eine Time-Extension, ne? Das funktioniert so oder so nicht. Also ich glaube, selbst in 5 Minuten wird das nicht funktionieren. Ah, ich bin gespannt. Er ist gespannt. Er kriegt einfach... Egal. Ich habe auf jeden Fall eine gute Position, muss ich sagen. Ich lasse mich auf jeden Fall hier ein bisschen unterhalten von euch. Ich weiß gar nicht. Das, was ich da habe, ist alles, aber nicht Salamon Great Gazelle. Also, wir haben jetzt 1 Minute letztendlich abgelaufen. 1:04. Nein! Ja, also. Das sind... Ja, ihr dürft... Wir machen 2 Minuten draus, ne? Also. Danke! Oh Mann. Ich bin gespannt. Alles. Nein, das war falsch.
So, ab jetzt noch circa 35 Sekunden. Ah, warte, ich mach hier noch mit. Also meins sieht irgendwie aus wie ein Käfer oder so. Ich lass mich überraschen. Nein. 15 Sekunden left. Attention Duel, that's the round. Stimmt, stimmt, das können wir machen. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1 und Finger weg. So, ihr schickt mir die Grafiken wieder zu. Ich mache meinen Timer hier zurecht, den brauchen wir nicht mehr. Aber ihr sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Das ist eine Katze oder so. Ich weiß nicht. Das ist wirklich keine Gazelle. Also, es kann auf gar keinen Fall schlechter sein als das, was ich habe. Das ist zu 100% sicher. Echt? Ich bin gespannt. Auf gar keinen Fall. Es ist schon peinlich, dass. Okay, seid ihr beide ready zum Schicken? Ja. Okay, ja. Dann bitte ich euch, die Dinger jetzt abzuschicken. Oh Mann! Was ist das denn? Ich glaube, da CK, du hast ja vorhin schon die Raupe gemacht, ne? Hast jetzt einen Schmetterling draus gebastelt. Ich weiß auch nicht, was das werden sollte, aber ich habe vergessen, wie das Ding aussieht, also. Ja, müssen wir den Punkt diskutieren? Eigentlich nicht, oder? Lass mir den Schmetterling oder die Katze gewinnen. Also ich finde, das von Maurice kommt näher da dran, weil da erkenne ich zumindest, dass es Hörner hat und bei CK sieht das halt wirklich aus wie ein Insekt mit Fühlern. Aber sind das eigentlich, dass beides Trash ist, ne? Es ist beides komplett schlecht, ja. Beides Trash, aber das eine sieht halt wenigstens ein bisschen aus wie eine Gazelle. Und Maurice, ich bin richtig stolz, du hast sogar die Effekte der Karte drumherum gemalt. Das finde ich richtig gut. Extra, ja, extra, weil vorhin ist Punkte für Farbe gab. Deswegen habe ich jetzt einen Hintergrund gemacht. Ja, du hast auf jeden Fall schnell gelernt, auf was ich Wert lege, ne? Gut, damit ist auf jeden Fall, geht der Punkt an Maurice. Spiel 1 gewinnt damit der gute Schattenspieler. Und jetzt kommt für euch eine kleine Erklärung, wie Spiel 2 funktioniert. Spiel 2. Beide Teilnehmer müssen anhand eines Artworks den korrekten Kartennamen erraten. So, und zwar habe ich insgesamt 8 Grafiken vorbereitet, dass wir halt nicht so schnell durch sind. Ne? Also ob ich die jetzt alle machen, weiß ich noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall das Potenzial, diese 8 Grafiken letztendlich zu nutzen. Es sind sowohl neuere als auch ältere Karten dabei. Das Ganze ist relativ gut durchgemischt, würde ich behaupten. Dann würde ich sagen, schicke ich euch dann die erste Grafik jetzt rein, wenn ihr soweit bereit seid. Ja, ja, ich bin aus dem Chat draußen. Okay, CK, du bist auch draußen? Ja. Gut, dann schicke ich die erste Grafik rein und ich gebe dann das Go. Und noch ein kleiner Hinweis, normalerweise im Real Life bei diesem Format müsstet ihr ja jetzt buzzern, wer am schnellsten dran ist. Deswegen dachte ich mir, ihr könnt vielleicht das Geräusch einfach imitieren und buzzert einfach mit dem Mund. Starke Idee. Ja, deswegen soweit erstmal dazu. Dann würde ich sagen, wenn ihr beide bereit seid, dann könnt ihr... Halt, ich habe noch 2 Fragen. Ja, bitte. Wenn der Erste das falsch sagt, ist dann einfach nächstes Bild oder darf der andere noch richtig versuchen zu sagen? Oder? Ich würde sagen, der Nächste hat noch die Möglichkeit nachzuziehen oder quasi den Punkt sich zu holen. Aber wenn jetzt zum Beispiel einer von euch falsch antwortet, heißt das hier nicht, dass es ein Punkt für den Gegner oder so ist. Okay, und wir kriegen auch keine Minuspunkte, oder? Nein, es gibt auch keine Minuspunkte. Okay. Also geht es jetzt einfach darum, wer zuerst das Bild sieht und dann zuerst buzzert mit dem Mund so und dann darf der jetzt sagen. Ja, genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ihr habt die Grafik drinne und dann würde ich sagen, let's go. So. Ja, ich weiß den Namen der Karte, aber nicht den exakten Namen der Karte. Ja, ich meine, ihr habt ja jetzt beide die Grafik vor euch, richtig? Ja. Hat denn jemand eine Vermutung? Denk dran. Also wenn du jetzt irgendwie antworten möchtest, dann ist deine Antwort halt für diese Grafik dann hinfällig. Ja, ich weiß, welche Karte es ist. Ich kenne sogar den Effekt dieser Karte, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Exakt. Schan, wie sieht es bei dir aus? Habt ihr irgendeine Idee? Nein, ihr habt keine Idee. Doch, ich kann definitiv nicht den kompletten Namen sagen. Ja. Ist das der König, der oberste König, der bla bla bla, ich weiß nicht, wie der Schlangen-Archetype heißt? Nicht ganz richtig. Möchte jemand von euch beiden antworten? Ansonsten würde ich einfach die Karte erstmal rausschieben und wir würden uns eine neue anschauen. Ja, eine neue, ja. Oder? Gut. Dann schauen wir uns die am Ende nämlich nochmal an. Dann kommt jetzt eine neue Grafik für euch rein.
Das wäre dann in diesem bisschen einfacher, gerade für Leute, die den Anime ganz gerne geguckt haben, denke ich, ist eine einfachere Karte. Ist auf jeden Fall jetzt drin. Ja, bitte. Was? Es ist Shinato, König einer höheren Ebene. So ist es und damit geht der Punkt auf jeden Fall hier an dich. Maschine! War das exakt der Name? Das war exakt der Name ohne Fehler. Krass. Also das hätte ich nicht gewusst. Heftig, Alter. Nee, das ist schon, richtig, richtig gut. Da dachte ich mir auch schon, dass du das vielleicht wissen könntest, du hier als Anime-Experte. Hä, wer spielt die denn im Anime? Der kam doch gar nicht vor, oder? Der kam, glaube ich, in der virtuellen Welt vor, oder? Genau, genau, richtig, ja, in der virtuellen Welt kam die vor. Ja, aber da hießen die Karten zum Teil sogar anders. Ja, aber ich glaube, die hieß sogar genau so, aber da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, um das. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sie im Anime hieß, aber. Gut, beide aus dem Chat wieder draußen, ja? Ja. Gut, dann schicke ich euch die nächste Grafik rein und sage euch, sobald ihr die euch anschauen könnt. Und ja, die nächste Grafik ist online und ihr könnt reinschauen. Auch bitte schön, ja. Du sagst es falsch, glaube ich. Alistair, der Beschwörer des Wahnsinns. Das ist 100% korrekt. Nein, ich wusste es auch, aber er war immer schneller. Und damit geht der Punkt auch hier an CK, der jetzt schon 2-0 führt an dieser Stelle. Stabil, würde ich sagen. Dann könnt ihr direkt wieder aus dem Chat rausgehen und ich schicke euch die nächste Grafik hier einmal rein. Muss ich sagen, müsste eigentlich bei der nächsten Grafik, die müsste eigentlich jeder von euch kennen, weil, ja pass auf, ich begründe das, es gab vor kurzem ein Unboxing, da konnte man Ghost Rares ziehen, da konnte diese Karte. Oh, nein! Oha, ja, okay. Noch gibt es ja keine Grafik, aber warten Sie mal ab, ja. Ich schicke die Grafik jetzt rein und dann sage ich euch gleich Bescheid und, ja, ist drin, bitteschön. Bzzzt. Ja. Horndrache? Ah nein, der heißt anders! Nein, der heißt. Du musst auch noch buzzern, aber Maurice, das ist leider falsch. Ja, ich weiß! Gut. Ja, bitteschön. Das ist Hio Sanrio. Das ist auch richtig. Das heißt, wir haben hier schon ein 3-0 auf der Seite von CK. Und jetzt schauen wir mal durch. Ich habe insgesamt noch 4 weitere Karten für euch und die eine zurückgestellte Karte. Das heißt, Maurice, wenn du die nächste Karte den Punkt nicht holst, ne? Ja, dann ist lost, ja. Dann war's das, weil die zurückgestellte Karte, die werden wir nicht nochmal reinholen. Dann schicke ich euch jetzt gleich die nächste Grafik rein. Die könnte auch relativ schwierig sein, muss ich sagen. Die ist ein bisschen gemein. Warum nimmst du überhaupt so schwere Karten? What? Die ist, naja, bisher, CK fand's jetzt, glaube ich, nicht so schwer. Ja, man muss halt immer so genau auf den Wortlaut achten. Ja, das ist richtig. Das ist mein Problem. Die Grafik ist auf jeden Fall jetzt drinne und ihr dürft schauen. Ich weiß 2 Varianten der Schreibweise. Ich weiß nicht, welche richtig ist. Das ist jetzt richtig blöd. Ja. Ja, ich mach jetzt. Mach einfach Vertrag mit der Exodia. Das ist richtig. Ja. Da kann man schon mal klatschen, ganz kurz, ne? Einmal Claps gehen da raus. Anschlusstreffer, würde ich sagen. Das heißt, du bist noch dabei, lebst noch. Am Limit. Ja, ich wusste nicht, ob es Vertrag mit Exodia oder Vertrag mit der Exodia ist. Ja. True. Das war halt. Das ist richtig, aber es ändert sich nichts daran, ne? Der Druck lastet weiter auf deinen Schultern, Maurice, ne? Bist parteiisch oder was? Nö, ich sag gar nichts, bloß der Zwischenstand von den Punkten, der spricht nicht unbedingt für dich, ne? Ja, okay, dann hau mal raus, dann gucken wir mal, ob ich jetzt hier untergehe. Weil wir haben ja Stand jetzt ein 3-1, ne? Das ist korrekt. Gut, die nächste Grafik ist auf jeden Fall jetzt drin. Könntet ihr auf jeden Fall auch wissen, also könnt ihr reinschauen. Oh nein. Eine sehr alte Karte. Ja. Oh. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Krabbenschildkröte? Das ist nicht ganz richtig, aber ich würde das gelten lassen, weil es die Krebsschildkröte ist. Und Krabbe und Krebs, also zumindest mit K hast du angefangen. Krebs, ja, stimmt, nicht Kram. Also den Punkt, wenn es für dich okay ist, Chan, würde ich den Punkt gerne an Maurice geben. Also ich hätte es gar nicht gewusst, von daher ist es für mich in Ordnung. Okay, damit haben wir dann nämlich ein 3-2, das heißt, wir können damit nämlich die Spannung ein bisschen hochhalten nochmal hier. Als ob er jetzt einfach noch aufholt. Ja, es wird interessant. Die nächste Karte, die ich jetzt nochmal für euch habe, die ist auf jeden Fall, da bin ich mir nicht sicher, die könnte wirklich schwierig sein, aber eigentlich wollte ich mir die als letzte Karte aufheben, deswegen, wir hauen die
aber jetzt schon mal rein. Ich gebe euch einen kleinen Hinweis, bevor ihr reinschaut, dass ihr euch schon mal auf ein bestimmtes Thema hier vorbereiten könnt, letztendlich bevor ihr da jetzt gleich reinschaut. Und zwar haben wir eine Skystriker-Karte, die ihr hier gleich seht. Allerdings der Hinweis von mir ist, dass es eine Skystriker-Karte, die, glaube ich, noch nie wirklich Play gesehen hat, die relativ unbekannt sein könnte. Soll ja auch nicht so einfach werden. Deswegen würde ich jetzt sagen, ihr dürft jetzt reinschauen. Das ist die neueste, oder? Das ist die neueste Skystriker-Karte, die es gibt. Aus Ignition Assault müsste die sein. Ach nee, es war sogar die Sneak Peek-Karte, ne? Richtig, ja. Ja, toll. Ich kenne den Namen, aber das bringt halt gar nichts. Hat irgendjemand von euch eine Idee für diese Karte? Ansonsten Skystriker Force Attack oder so, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ansonsten schieben wir die auch raus. Das heißt aber für dich auch noch nicht, Maurice, dass du automatisch verloren hast, weil eine haben wir noch left. Ne? Wenn jetzt keine Antwort ist. Also hast du jetzt deinen Vorschlag gesagt? Oder? Nee, ich sag gar nichts. Ich sag einfach gar nichts. Ja, es wird irgendwas mit Skystriker-Namen sein und dann halt können wir jetzt mal raten. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es die ist, aber ich. Ach, ja, dann mal, sag doch. Du hast die ja Chance nichts zu verlieren. Da. Was zu verlieren hast du nicht. Ja. Also ich darf auch den englischen Namen sagen, ne? Ja. Da müsste ich dann allerdings auch erst nachschauen, aber den darfst du theoretisch sagen, ja. Heißt sie nicht Skystriker Vector Blast oder so? Schaue ich jetzt sofort nach, soll spannend bleiben. Nee, das ist die andere. Ich glaube auch, dass es die andere ist. Das ist die andere, ne? Ja. Hat sie so eine fette Kanone drauf vorhanden. Ich sage euch auch gleich den englischen Namen nochmal, dass wir gleich beide haben. Ich schaue mal ganz kurz nach. Den englischen Namen dieser Karte wäre Skystriker Manöver Scissors Cross und der deutsche Name ist Himmelsjäger Manöver Scherenschneider. Ja, okay. Klar, man kennt es. Der Standard. Ja, es ist zugegeben, das sollte eigentlich die letzte sein. Die sollte besonders schwer sein. Ja, das sollte so die Creme de la Creme sein letztendlich. Deswegen haben wir noch eine, die ist vielleicht ein bisschen einfacher. Toll. Ich kann nur noch Ausgleich schaffen. Ich kann gar nicht mehr gewinnen. Das ist ja nicht schlimm. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall den Punkt teilen. Das ist ja nicht so schlimm. Okay. Ja, ich würde sagen, einen kleinen Tipp, bevor ihr da gleich reinschaut, es ist eine Book-Karte, ja, ich weiß. Oh nein, oh, das gibt so viele. Es gibt einige von den Büchern, es gibt einige davon, die sind bekannter, dann gibt es welche, die sind weniger bekannt. Das ist eine unbekannte, genau. Geht, also die ist jetzt sicherlich nicht die bekannteste davon, aber vielleicht weiß der ein oder andere, weil ihr beide das Spiel ja schon relativ lange spielt, ja trotzdem, wie die Karte heißt. Und deswegen würde ich sagen, die Karte ist drin, ihr könnt jetzt reinschauen. Ja, ja. Nein! Das ist das Buch von Tayu. So ist es. Ja! Und CK war an dieser Stelle früher und damit ist das hier insgesamt das 4-2 und insgesamt der Ausgleich 1-1. Macht ihr ganz gut, muss ich sagen, da wir drei Spiele vorbereitet haben. Aber knapp am Ende. Absolut, ja. Also buzzertechnisch muss ich sagen, war es ein Unterschied von einer halben Sekunde vielleicht, allerhöchstens, ne? Ja. Ja. Gut, dann an dieser Stelle auch nochmal für euch die Erklärung, wie denn gleich oder das letzte und finale Spiel aussehen wird, wo es dann auch darum geht, wer von euch beiden geht hier als Gewinner raus. Spiel 3. Beide Spieler müssen den Unterschied zwischen dem unzensierten und dem zensierten Artwork finden. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Dies war es hiermit von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Ich würde das dann so machen, dass ich euch dann die beiden Grafiken auf jeden Fall reinschicke. Das heißt, dass ihr den Vergleich habt. Beide. Ihr könnt da reinschauen, dass ihr dann letztendlich vergleichen könnt, was ist an dem Bild anders. Weil wir haben ja ein Suchbild. Bei Suchbildern ist es meistens so, dass zwei Bilder nebeneinander gelegt sind und man den Fehler letztendlich finden muss. Also, du gibst uns beide Bilder. Ich gebe euch beide Bilder. Ich dachte jetzt, du gibst nur eins und wir müssen halt gucken. Ja. Also nee, raten. Das wäre insane, das würdet ihr niemals rausfinden. Keine Chance. Was hat er rausgesucht? Das würdet ihr wirklich niemals herausfinden. Letztendlich ist es für euch auch erstmal völlig unwichtig, welche der beiden Grafiken die zensierte ist. Ihr müsst theoretisch nur den Fehler suchen. Okay. Genau. Ich schicke, wenn ihr beide aus dem Chat raus seid, jetzt erstmal die ersten beiden Grafiken rein. Ja. Ja. Und danach könnt ihr diese Grafiken dann sehen. Und ich muss zugeben, es ist auf jeden Fall schwierig, aber es ist lösbar. Ich kann dazu sagen, mein Discord-Mod, gegen den ich diese Grafiken ausgesucht habe, der hat die nach wenigen Sekunden gewusst und ich gar nicht. Soweit, kleiner Hinweis an euch. Und die erste Grafik ist jetzt auch drinne und ihr könnt jetzt reinschauen. Ja, Maurice, bitte. Der Heiligenschein über Baumfrosch. Der Heiligenstein über Baumfrosch. Das ist nicht ganz richtig, aber doch, es ist, das sind zwei heilige Scheine. Drei sogar. Da.
Ja, drei. Lass aber ich auf jeden Fall zählen. Lass ich auf jeden Fall zählen, ja, weil du hast gesagt, okay, du meinst alle drei wahrscheinlich, ja. Ist auf jeden Fall der Punkt für dich und das ist richtig. Und ich bin überrascht, dass du das doch so schnell rausgefunden hast, weil ich finde das tatsächlich gar nicht so einfach und gar nicht so deutlich ersichtlich auf den ersten Blick. Ich hätte gar nicht drauf geachtet, keine Ahnung. Ja, also es ist tatsächlich sind schwierige Grafiken. Dann geht bitte noch einmal kurz raus aus dem Chat, dann haue ich euch nämlich direkt die zweite Grafik rein. Die Grafiken kommen jetzt rein. Diesmal ist es ein bisschen leichter, könnte man schneller drauf kommen. Das als Hinweis für euch auf jeden Fall. Und ja, ihr könnt reinschauen. Oh, das war absolut gleichzeitig. Oh, wer war jetzt schneller? Ich glaube, CK war ein Ticken früher dran. Ja, ist okay, dann ja. CK. Ja, also der eine hat Hörner und der andere nicht. So ist es, genau, das ist richtig. Deswegen sage ich, ist diesmal ein bisschen einfacher, deutlich ersichtlich, aber trotzdem aufgrund des Bildes finde ich trotzdem gar nicht ganz so einfach, wenn man sich erstmal beide so nebeneinander anschaut, ne? Das war übrigens auch der einfachste für heute. keine Hörner, hast schon. Ja, genau. Dann bitte einmal wieder raus. Jo. Und dann kommen auf jeden Fall jetzt noch zwei Karten, wo ich sagen würde, oder zwei Artworks, wo ich sagen würde, das ist wieder gar nicht so einfach. Also ich kam auch nicht sofort drauf. Man kommt relativ schnell drauf, vielleicht, aber Grafiken sind drin. Bitteschön, ihr könnt reingucken. Ja. Dieses Kreuz auf der Brust von Nexus. Ja, ja. So ist es. Damit geht der Punkt mit 2-1 an dich. Und jetzt für Chan, interessant vielleicht nochmal, es steht ja jetzt 2-1, ja? Und ich habe noch eine weitere Grafik vorbereitet. Das heißt, es wird unter Umständen nicht mehr möglich sein, dass du diese Folge gewinnst, ja? Aber ich kann Unentschieden rausholen. Aber du kannst ein Unentschieden rausholen. Das wäre vielleicht auch was, ja? Dann würde ich sagen, haue ich jetzt die schwierigste Karte für heute zum Schluss die Grafik rein. Ist tatsächlich sehr, sehr schwer, aber vielleicht weiß es ja der eine oder andere von euch. Und ihr könnt jetzt reinschauen. Was? Ja. Ah, die Reaktion wollte ich sehen. Was? Also ich gebe euch gleich Hinweise, wenn keiner drauf kommen sollte, aber ich lasse euch noch ein bisschen zappeln erstmal. Sag erstmal nichts. Nee. Ja, erstmal nichts sagen hier, das finden wir schon. Ja. Das Artwork ist halt nicht mal groß so, also. Die ist wirklich. Wenn du jetzt zweimal das gleiche geschickt hast, ne? Nein, das ist nicht das gleiche. Das kann ich euch versprechen, das ist auch kein Troll. Da gibt's tatsächlich einen minimalen Unterschied. Also ihr meldet euch, wenn ihr einen Tipp braucht, ne? Ich bin derweil ein bisschen am Handy und warte hier. Ich scanne hier alles ab. Es ist einfach. Ich würde sagen, so 10, 15 Sekunden, dann kriegt er den ersten Hinweis. Okay. Unglaublich. Ich kann mir halt vorstellen, was es sein könnte, aber ich sehe halt nichts. Also. ja, okay. Also das, was man hier auf jeden Fall. Der Unterschied, den man hier letztendlich hat, der ist, wenn man es weiß, deutlich sichtbar. Danke für diesen grandiosen Tipp. Ja. Nein, okay, also den realen Tipp, den ich euch jetzt gebe, ist, ihr müsst tatsächlich, ich weiß nicht, was es darstellen soll, auf seinen Helm schauen. Was? Ah ja, Ja. Der eine hat so einen hellblauen Edelstein vorne und der andere hat so einen etwas dunkleren, also man kann das nicht so gut erkennen. Und das ist komplett richtig an dieser Stelle, das kann ich schon mal sagen. Und wisst ihr auch, was das ist bei den Dimog? Das ist tatsächlich ein Pentagramm, was da vorne drauf sein soll. Ich weiß, es ist fast unmöglich zu erkennen, ja, weil der Winkel halt auch schwierig ist. Ne? Aber es ist natürlich absolut richtig und deswegen geht der Punkt an dich, CK. Und damit haben wir tatsächlich ein Unentschieden. Insgesamt, also, man hätte es nicht besser schreiben können. Hätten wir ein Drehbuch gehabt, dann hätte ich mir genau das Ganze so gewünscht. Besser hätte es nicht sein können. Und ja, ihr wisst ja, der Gewinner kriegt gar nichts. Ja. Hat ja auch keiner direkt. Wir sind alle Gewinner. Genau so
ist es. Ja. Und ja, ich denke, war eine schöne Sache. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Und vielleicht kann man ja doch noch mal eine zweite Folge daraus machen, dass man vielleicht irgendwie doch noch mal einen finalen Gewinner bekommt. Könnt ihr ja gerne noch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf hättet, mehr davon zu sehen oder nicht. Und ja, wie gesagt, checkt die Jungs unbedingt ab. Alles unten in der Videobeschreibung. Und danke fürs Mitspielen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.